So, Donnerstag, der 8. August, begrüßen Sie mich recht herzlich zur obligatorischen Pressekonferenz vor dem Heimspiel Samstag 14 Uhr hier im Landkreis Sportpark gegen den SV Wehen Wiesbaden. Neben mir Platz genommen, unser Cheftrainer Sven Köhler und der Rückkehrer, der eigentlich nie richtig weg war, Daniel Siebig. Erste Frage an Daniel, du bist ja jetzt wieder ein paar Wochen dabei, habt jetzt zwei Wochen Pause gehabt seit Erfurt. Was habt ihr euch gebracht? Habt ihr noch viel über Erfurt geredet oder bloß einfach vielleicht nach vorne geschaut in Richtung wenig dran? Ja, ich denke, wie das nach jedem Spiel eine super Auswertung gemacht und ich glaube, das Spiel haben wir ein paar Tage länger gebraucht, weil denke ich, da mehr möglich gewesen wäre. Aber gut, so ist es dann. Nach welchen Minuten wird entschieden, dann verloren das Spiel. Und, ja, aber wir haben es trotzdem ein bisschen im Hinterkopf, müssen aber trotzdem abhaken. Und ich denke, wir hatten jetzt 14 Tage Zeit, uns auf Wiesbaden vorzubereiten und auch vielleicht für mich persönlich fitnessmäßig noch ein bisschen mehr zu machen, weil ich ja ein bisschen später dazugekommen bin. Und ich muss sagen, dass wir 14 Tage lang jetzt richtig gut trainiert haben. Und ich denke, dass wir da am Samstag, denke ich, da gut aufgestellt sind, gut gerüstet sind, um wem es war, wo die bieten zu können. Wie viel fitter oder wie eingewöhnt bist du jetzt nach der Pause oder nach der bisschen unruhigen Vorbereitung aus dem Cottbus, dann wird es nicht weitergehen oder wir sind es nicht? Naja, fand das Eis, dass ich ja in der Sommerpause ja eine Sprunggelenks-OP hatte und ich auch nicht so viel trainieren konnte und pausieren musste und dann in Cottbus die Zeit ja eigentlich nur läuferisch was machen konnte, wenig mit Ball trainieren konnte und wo das dann im Endeffekt klar stand, dass ich nach Halle gehe, war das ja eigentlich erst die ersten Einheiten mit dem Ball und ja, das dauert seine Zeit, man sagt immer die Zeit, die man verletzt ist, braucht um wieder fit zu werden und ich fühle mich jetzt besonders jetzt in der Woche wesentlich besser, fühle mich frischer, fitter, spritziger, das was ich einfach brauche und dann hoffe ich, dass ich das Samstag noch mal zeigen kann. Von der ersten Frage an den Trainer, die Personalie Nils Pichino, habt ihr wahrscheinlich heute schon gelesen, wir haben es auf der Homepage und in der Pressemitteilung, der Vertrag mit Nils ist heute früh aufgelöst worden, er schließt sich Regionalligist Kosslar als C an. Mike Warenfeld hat wieder heute früh mittrainiert. Sven, wie ist die personelle Situation sonst, wie schätzt du die Mannschaft ein, wie hat sie die 14 Tage verarbeitet, verkraftet, wie sie drauf? Ziebe hat es ja gesagt, ich denke, dass, sagen wir mal, rein vom Ablauf her für uns diese 14 Tage auch wichtig waren, weil der ein oder andere Spieler, ich sag mal, Andi Bogia ist nun wirklich sehr spät erst zu uns gestoßen und da hatten wir die 14 Tage Zeit, den ein oder anderen Ablauf besser zu trainieren und sich auch in den 14 Tagen einfach durch die Anzahl der Trainingseinheiten ein Stück weit wieder besser kennenzulernen. Dafür denke ich schon, war die Zeit auch gut. Auch, dass wir diese beiden Freundschaftsspiele hatten mit Hannover und Amsdorf, die wir aus meiner Sicht recht ordentlich absolviert haben. Nichtsdestotrotz haben wir die beiden Niederlagen zu Beginn der Serie natürlich im Hinterkopf. Wissen, dass mit wem Wiesbaden der Spitzenreiter hierher kommt. Eine Mannschaft, die schon in der zweiten Halbserie des vergangenen Jahres eine sehr, sehr gute Rückrunde gespielt hat, die sehr gut aus den Startlöchern gekommen ist mit dem Sieg in Saarbrücken und dem klaren Sieg zu Hause gegen die Stuttgarter Kickers, also mit viel Selbstvertrauen hier nach Halle reisen werden. Und für uns ist das Ziel, an die Leistung von dem RB Leipzig-Spiel anzuknüpfen, natürlich mit dem klaren Ziel, dass wir auch das Tor machen müssen, wenn wir das Spiel gewinnen wollen. Zu den verletzten Spielern, es hat sich, sagen wir, in der Gesamtheit nicht so sehr viel verändert. Für uns Siebenbein ist nach wie vor verletzt, wird eine kleine Besserung in Sicht, aber nicht so, dass es irgendwo absehbar ist, dass er in den nächsten 14 Tagen oder 3 Wochen ins Mannschaftstraining einsteigt. Patrick Mahaja, wie gesagt, dadurch, dass er aufgrund der Belastung dann immer wieder körperliche Probleme hatte, wollen wir die ganze Sache auch so angehen, dass er erstmal über einen gewissen Zeitraum trainieren soll, schmerzfrei trainieren soll, wird also sicher, sag mal, was dann die Punktspiele angeht, noch eine Weile dauern. Pierre Becken ist nach seiner zweiten Operation jetzt ins Mannschaftstraining eingestiegen, dotiert eingestiegen, sodass er, sag mal, auch zumindest noch eine Weile braucht, was dann mal Spieleinsätze angeht, aber zumindest trainingsmäßig ist er doch mit dabei.
Herr Niklas Brandt wird, sagen wir mal, bis Ende der Woche noch brauchen, um sein individuelles Programm auch mal abzuschließen. Er ist alles, was Neuburg ist, kann er schmerzfrei trainieren, aber sagen wir mal, bestimmte Bewegungen mit bei oder Wendebewegungen gehen eben noch nicht so, aber das ist alles im normalen Heilungsverlauf. Dort ist der Stand so, dass wir hoffen, dass Anfang nächste Woche wieder ins Training einsteigt. Ja, und die anderen Spieler sind im Waage, der war jetzt mal zwei Tage mit dem Magen-Darm-Infekt krank und ist heute, sagen wir mal, wieder mit dabei gewesen. Da hoffen wir auch noch, dass das Training noch hat. Alle anderen sagen wir mal, sind gesund. Und ich denke auch, wenn ich die beiden Trainingswochen sehe, natürlich auch will ich die Ergebnisse zumindest, dass das Effort-Spiel auch versuchen, hier zu Hause zu korrigieren. Die erwartest du mit beiden Selbstschuss? Die eine Seite mit 6 Punkten spielen ein bisschen anders. Erzählen nur sich selbst, dass jetzt ein bisschen schneller spielen. Und die Gefahr da? Ja, selbst. Sie selbst haben ja auch in Vorbereitung der neuen Saison hier im Kader ein klein wenig umgestellt. Was auch in Richtung Verjüngung ging. Wir haben also den einen oder anderen älteren Spieler abgegeben, also junge Spieler dazugeholt, müde Spieler dazugeholt. Ich sag mal, wenn ich an jenige denke, an Dynamo. Also sie sind sehr gut aufgestellt, sind wie gesagt gut gestartet und sind auch voriges Jahr für mich schon eine, sag mal, spielerisch orientierte Mannschaft gewesen. Und das, sag mal, haben sie, denke ich, jetzt mit den 2-7 auch nachgewiesen. Und ja, sie sind in der Gesamtheit ein bisschen jünger. Ja, eure Frage. Was? Überwiegt im Moment so die Angst vor so einem 0-9 Punkte total Fehlschlag oder die Zuversicht, dass jetzt anders läuft? Also bei mir definitiv, sagen wir mal, die Hoffnung, dass wir an die Leistung anknüpfen können von RB Leipzig und die Leistung, was wir dann auch 2 Tage nach dem Erfurt-Spiel gezeigt haben, hier gegen Hannover. Jeder weiß, dass kleine Unaufmerksamkeiten, und das war am Ende das Entscheidende in dem Erfurt-Spiel, vor den beiden ersten Toren, denke ich, haben wir uns naiv angestellt, Fehler gemacht, die man so nicht machen darf, und das wird in dieser dritten Liga immer wieder bestraft. Dann war es eben ein schwieriges Spiel. Die Hoffnung, hier zu Hause mit einer guten Leistung auch den aktuellen Spitzenreiter Wiesbaden versuchen, in die Knie zu zwingen. Dass man im Fußball, wenn man ein Heimspiel verliert, dann das nächste Auswärtsspiel verliert, ein gewisser Druck entsteht, ist normal. Aber das kann auch im Laufe der Saison mal passieren. Und auch deshalb haben wir, denke ich, Daniel sitzt neben mir, den einen oder anderen erfahrenen Spieler neben, vielen jungen Spielern in der Truppe, dass man natürlich mit einer gewissen, sagen wir mal, Anspannung in das Spiel geht, aber natürlich darf es nicht.